Hallo, ich wollte euch heute zeigen, wie ihr am einfachsten und schnellsten eure Pinsel reinigen könnt. Ich habe hier schon einen Pinsel, den ich schon sehr oft benutzt habe und den wollte ich dann jetzt schon mal sauber machen. Und zwar braucht ihr dafür ein mildes Shampoo. Ich habe das hier. Das ist jetzt ein Kindershampoo einfach aus dem DM. Und davon gebe ich mir jetzt einen kleinen Klecks auf die Hand. Und den Pinsel mache ich ein wenig nass. Und lass das Wasser auch bei laufen. So. Und dann gehe ich mit dem Pinsel in das Shampoo und drehe den Pinsel immer. Jetzt seht ihr ja, dass da das ganze Make-up rauskommt. Und das macht ihr jetzt noch einmal. Und ihr seht, es kommt immer mehr. So, dann könnt ihr den noch ausdrücken. Und macht den nochmal komplett nass. So, dann dass nochmal das ganze Make-up darunter läuft. Nochmal nass machen. Und nochmal ausdrücken. Und eure Hand könnt ihr auch nochmal sauber machen. So. Und dann nehmt ihr euch wieder einen kleinen Klecks von dem Shampoo und macht den auf eure Hand. Und nochmal den Pinsel darüber. Und drehen. Und diesen Vorgang, den wiederholt ihr so oft, bis hier kein Make-up mehr kommt, sondern einfach nur noch klarer, flüssiger Schaum. So. Jetzt kommt so gut wie gar kein Make-up mehr aus diesem Pinsel. Das zeige ich euch jetzt nochmal. So sollte das dann am Ende auch eigentlich ausschauen, dass ihr nur noch so Schaum habt. Da kommen jetzt keine Make-up-Reste mehr raus. So, jetzt machen wir den Pinsel aber nochmal richtig sauber, dass auch der ganze Schaum, der da in diesem Pinsel ist, rauskommt. Weil, wenn ihr euch dann nachher mit dem Pinsel schminkt, sollten da keine Reste mehr drin sein. Dann könnt ihr ein bisschen mit dem Wasser durchgehen, immer wieder ein bisschen ausdrücken. So. Ganz einfach. Das könnt ihr auch mit jedem beliebigen Pinsel machen. Irgendein Pinsel zum Blenden, zum Lidschatten auftragen, Puderpinsel, Rougepinsel, was auch immer ihr gerade da sauber machen möchtet. So, jetzt habe ich den Schaum aus dem Pinsel entfernt und jetzt zeige ich euch, wie man die am besten aufhängt. Am einfachsten ist es, wenn ihr eure Pinsel irgendwie hinhängt. Ich nehme jetzt meinen Pinsel und tue den hier rein. So. Weil es ist am einfachsten, dass die Pinsel, dass die auf dem Kopf stehen, weil wenn das Wasser drin ist, nach unten hin tropft. Wenn ihr den irgendwie hinlegt oder so, dann saugt sich der Pinsel noch mit dem restlichen Wasser voll. Ihr könnt auch einfach eine Schnur nehmen, den Pinsel dran binden und zum Beispiel an einer Heizung befestigen oder am Türgriff, wo ihr das gerade möchtet. Hauptsache ist es, dass wenn der Pinsel nach unten hängt, dass das Wasser raus kann und nicht den Pinsel voll saugt. Ja. Das war's, was ich euch zeigen wollte, und ich hoffe, dass ich euch damit helfen konnte.